Es wurde heute schon ein erstes zukünftiges Shopware 6 Projekt vorgestellt. Jetzt folgt das zweite. Es geht um Paulmann. Paulmann steht für Licht und Wohlfühlen. Das seit rund 40 Jahren. Aber es ist nicht nur der Anspruch, die Menschen mit wohnlichem Licht zu versorgen, sondern auch der Anspruch an eine zukunftsweisende Software. Und so begrüßen wir gleich Sabine von Paulmann, die seit Jahren den B2C-E-Commerce-Bereich leitet. Und Tim Schwarz von Neophonie, das ist die umsetzende Partneragentur. Der Relaunch ist Anfang 2020 geplant. Und ja, bis zum Ende bleiben lohnt sich vielleicht. Kleiner Spoiler. Schauen wir mal. Also, ich begrüße Sabine und Tim. Ja, herzlich willkommen und ein freundliches Hello von mir. Wir möchten euch heute einen kleinen Einblick geben in die Praxis und ich freue mich, dass doch noch so viele gekommen sind, obwohl auf der Hauptbühne die Träume gelebt werden. Hier geht es ein bisschen mehr eigentlich um das tägliche Geschäft, also das, was wir mit Paulmann gemacht haben in den letzten Jahren mit Shopware und das, was wir dann planen mit Shopware 6. Und ich möchte euch zuerst einen kleinen Einblick geben in unser Unternehmen und in Leuchten, das Lampengeschäft und wie wir im E-Commerce aufgestellt sind, um den Hintergrund zu haben, was auch unsere Anforderungen sind in ein Shop-System. Ihr habt eben schon gesehen, LED-Stripes ist ein wichtiges Thema bei uns. Ihr seht hier, ich habe ein paar Leuchten auch mitgebracht, was wir so machen, also trendige Sachen, aber auch Lichtsysteme, also sowas wie dieses U-Rail, was ihr da seht. Das ist ein Schienensystem, ein Lichtlöser, was Licht in alle Ecken eines Raumes bringt, auch wenn man nur einen Stromauslass hat. Und diese Produkte sind natürlich erklärungsbedürftig, das heißt, die Kunden müssen von uns im Shop genaue Informationen bekommen, wie baue ich sowas zusammen, wie passt das in meinen Raum, welche technischen Gegebenheiten muss ich berücksichtigen und wir müssen sie inspirieren, wie das am Ende in ihrem Raum wirkt und was es für ein Licht gibt. Dann ist natürlich das Thema auch moderne Sachen, also so etwas wie diese Stripes, die natürlich effektvolles Licht geben. Oder auch Panels, die natürlich farbige Beleuchtung geben, flächiges, modernes Licht. Wir sind einer der Marktführer im Bereich Einbauleuchten. Vielleicht kennen uns einige von euch auf dem Baumarkt. Wir sind im Baumarkt vertreten, im Möbelhandel, flächendeckend. Und in diesem Bereich spielt natürlich das Thema Lichtsteuerung, Smart Home, eine wesentliche Rolle. Also dieses Thema Alexa, mach mein Licht blau oder grün oder Alexa, dimme die Lampen, wird immer wichtiger. Deshalb ist auch das Thema Sprachsteuerung für unseren Shop natürlich ein wichtiges Thema. Wie ihr seht, sind wir angesiedelt im ländlichen Bereich von Hannover, also Springe bei Hannover. Und um euch nochmal einen Eindruck zu geben von unserer Produktvielfalt, möchte ich euch mitnehmen auf einen kurzen Flug durch unseren Showroom. Ja, realisiere deine Lichtideen ist unser relativ neuer Slogan und das wollen wir auch mit unserem Shop natürlich transportieren.
wenn wir auf unsere Unternehmensgeschichte zurückgucken, die ist noch gar nicht so alt und ist so eine richtige Garagengründergeschichte. Heute würde man sagen Start-up. Unser Firmengründer Rüdiger Paulmann hat damals in der Garage angefangen, Glühbirnen zu veredeln, also mit irgendwelchen dekorativen Aspekten zu beziehen oder in Farben zu tauchen. Und das war jahrelang ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell. Damit ist Paulmann jahrzehntelang gut gewachsen. Wir sind, wie gesagt, in allen Baumärkten und im Möbelhandel europaweit distribuiert. Wir sind in 40 Ländern unterwegs und produzieren unsere ganzen Sachen, also Montageanleitungen und so etwas in über 20 Sprachen. Nur es ist natürlich genau so, wie es in vielen anderen Geschäftsmodellen auch ist. Das Geschäftsmodell wandelt sich. Die Glühbirne gibt es längst nicht mehr. Die ist lange verboten. Ebenso Halogen. Heute ist alles LED. Es gibt viel mehr Wettbewerb auf dem Markt. Vieles kommt aus China. Deswegen haben wir uns jetzt fokussiert auf Lichtsysteme, eben so etwas wie das U-Rail oder eben komplexe Lösungen mit LED-Stripes und versuchen das natürlich in unserem Shop so gut rüberzubringen, dass es auch für den Kunden ein Einkaufserlebnis ist. Denn Licht ist natürlich ein super dankbares Thema für einen Webshop. Da kann man natürlich sehr viel machen mit Optik, mit Bildern. Aber wie gesagt, auch eins, wo es sehr viele Auflagen gibt bezüglich der Technik, was man darstellen muss. Und auch bezüglich der Erklärung, die man den User geben muss, damit sie verstehen, was sie tun müssen. Ja, wir wollen eine sehr, sehr gute Experience in unserem Shop haben. Und wir haben uns damals entschieden, als wir begonnen haben mit dem E-Commerce 2014, das mit Shopware 5 zu machen. Wir haben damals sehr früh begonnen mit Shopware 5.0. tatsächlich auch aufgesetzt, weil wir alles aus einer Hand haben wollten. Wir wollten einen Shop und eine Unternehmenswebseite, denn wir sind Hersteller und das ist sicherlich eine besondere Herausforderung. Wir sind nicht einfach ein Webshop und stellen die Produkte nach vorne und die Produkte verkaufen sich, alles ist gut, sondern wir haben extrem viel Content auf den Seiten, wir haben die klassischen Über-uns-Geschichten. Wir wollen nicht nur unseren Online-Käufern in dem eigenen Shop entsprechenden Support bieten, sondern wir möchten auch für unsere stationären Händler, für alle Partner, die sonst mit unserem Unternehmen verbunden werden, mit dem Shop etwas liefern. Der Kunde ist heute auf vielen Kanälen unterwegs, der ist im Baumarkt, der ist online. Es gibt den Kunden, der im Baumarkt guckt und online kauft. Das kann er bei uns machen, das kann er bei unseren B2B-Partnern machen, das kann er in dem Baumarkt-Online-Shop machen. Oder er ist online unterwegs bei uns oder bei anderen und kauft dann stationär. Alle diese Touchpoints müssen wir bedienen und am Ende guckt der Kunde natürlich gerne beim Hersteller. Beim Hersteller sucht er die Informationen, beim Hersteller sucht er den Service und das versuchen wir zu liefern. Deswegen ist Service und Beratung für uns auch ein ganz wichtiger Punkt und wird auch für das neue Shopware 6 eine wesentliche Anforderung sein, weil wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, nicht besonders groß, also 280 Mitarbeiter. Dementsprechend können wir natürlich im Servicebereich auch nicht 100 Personen zur Verfügung stellen. Wir haben einen eigenen, sehr kompetenten Kundenservice, der Kundenanfragen beantwortet. Und die Kundenanfragen nehmen natürlich zu. Mit der Skalierbarkeit des Online-Geschäftes kommen natürlich auch immer mehr Kundenanfragen, sowohl von den Endkunden aus dem Baumarkt als auch von unseren Online-Shop-Kunden, die Fragen zu unseren Produkten haben. Und unser Anspruch im Shop ist es, diese Fragen bestmöglich zu beantworten. Und wir suchen jetzt auch nach Lösungen, wie wir auch aus dem Kundenservice zurück in den Shop Fragen stellen können. Also wenn einer im Kundenservice dreimal die gleiche Frage gestellt hat oder mehrere Kunden, dann sollte diese Frage sich auf der Produktdetailseite wiederfinden oder bei der Kategorie oder wo auch immer der Kunde sie eigentlich schon findet, wenn er in die Überlegung kommt. Ja, individuelle Lichtideen ist ein wichtiges Thema. Wir versuchen uns in unserem Shop mit Service abzuheben. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel Konfiguratoren selber entwickelt und im Einsatz für unser U-Rail-System, für unser Plug-and-Shine-Garten-System, wo der Kunde selber sich die verschiedenen Komponenten zusammenbauen kann und am Ende kommt die klassische Einkaufsliste heraus, die er dann nur noch in den Warenkorb legen muss und dann bestellen kann. Und er hat die Gewissheit, dass er nichts vergessen hat, dass die Systemkomponenten gut zusammenpassen und falls doch irgendwas fehlt, dass er es auch direkt bei uns nachkaufen kann und den entsprechenden Support bekommt.
Wir bieten kürzbare U-Rail-Schienen an, auf individuelles Maß gekürzt. Das geht direkt in die Logistik, wird ausgeschleust in die Werkstatt, geht dann wieder ins Paket. Also auch das in einem Arbeitsschritt möglichst einfach. Ja, und wir haben riesig viel Content und Produkte, also 2500 Produkte. Gut, da gibt es Shops, die haben mehr, aber wir haben sehr, sehr viel Content und Beratungsseiten. Wir haben einen sehr, sehr guten Social-Media-Auftritt. Wir bespielen Pinterest, Instagram und Facebook. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal und sehr viel YouTube-Content, also Montagevideos oder Videos, die unsere Produktlinien inspirierend vorstellen. Und auch das muss natürlich im Shop entsprechend ausgespielt werden an den richtigen Stellen. Ja, wie wollen wir diesen Anspruch weitermachen oder warum wollen wir jetzt Shopware 6 machen? Das liegt daran, dass wir natürlich mit Shopware 5.0 jetzt irgendwie am Ende sind. 5.0 oder 5.1 würden wir auch gerne updaten auf die 5.6, aber das hat sich als schwierig herausgestellt, weil wir über 100 Plugins im Einsatz haben, über 2500 Einkaufswelten auf den verschiedenen Seiten in den verschiedenen Sprachen und das ist nicht so einfach upgedatet auf die andere Version. Und deshalb haben wir uns entschlossen, dass wir lieber jetzt frühzeitig auf die 5.6 gehen wollen und gucken, dass wir jetzt in der Konzeptionsphase alle unsere Anforderungen zusammentragen, damit wir dann hoffentlich im nächsten Jahr wirklich auch frühzeitig mit der 5.6 starten können. Ja, das machen wir natürlich nicht alleine, sondern für solche Aufgaben ist unser Team, die meisten sitzen hier, also wir haben ein kleines Team von 6 Leuten im B2C, E-Commerce, alles Spezialisten, aber wir können natürlich nicht alles alleine machen und deswegen suchen wir uns für solche großen Aufgaben natürlich Partner und haben jetzt mit Neophonie zusammen begonnen, die Konzeption für den neuen Shop zu machen und mit der Design Division von Neophonie und der Konzeptionsabteilung von Neophonie und auch an einem Tisch gleich mit Shopware 6 oder mit Shopware. Shopware war für uns immer ein guter Partner in all den Jahren. Wir sind Enterprise-Kunden und haben eigentlich immer einen guten Support gehabt, immer einen direkten Ansprechpartner, der uns weitergeholfen hat, wenn wir an Punkten waren, wo wir tatsächlich mal eine Hürde überspringen mussten. Und das hoffen wir, dass es eben auch mit Shopware 6 so ist. Und in dem Fall versuchen wir jetzt eben den nächsten Schritt zu machen. Und was wir uns jetzt vorgenommen haben an einzelnen Features und wie das matcht mit Shopware 6, das wird euch jetzt Tim vorstellen. Ja, Sabine, vielen Dank. Ich weiß, ich bin jetzt eins der letzten Hindernisse zwischen euch und dem ersten Bier. Ich wollte euch mal kurz einen Einblick geben, wie wir mit den Anforderungen von Parman umgegangen sind. Und das sagt es auch schon, es gibt nicht eine Anforderung, sondern eine ganze Menge. Und das, was jetzt hier oben so runterfährt, sind auch nur sozusagen die großen Themen. Dazu muss der neue Shop ja auch in die bestehende Systemlandschaft integriert werden. Und da hat sich natürlich zuerst die Frage gestellt, wie lösen wir das denn am besten? Und das Erste, was uns einfiel, wir hätten dafür eine möglichst offene Plattform, also wo wir möglichst viel über APIs lösen kann. Und an dieser Stelle, vielleicht wenig überraschend, diese Plattform wird Shopware 6 werden. Ich werde jetzt kurz versuchen, so die Lampen, die jetzt noch dunkel sind, ein bisschen mit Licht zu erfüllen und dafür zeigen, welche Teile von Shopware 6 wir nutzen wollen, um damit wiederum was zu lösen. Gut gefallen hat uns die Touchpoint-API, die uns ermöglicht, die aktuellen Touchpoints zu integrieren, aber wir müssen uns ja auch darauf vorbereiten, dass es Touchpoints gibt, die wir noch gar nicht kennen. Wir wissen noch nicht, was in 2 Jahren vielleicht ein User nutzen wird, um eine E-Commerce-Transaktion auszulösen. Wir wissen aber, dass wir uns heute schon darauf vorbereiten müssen, dass wir eine Plattform haben müssen, die uns dann ermöglicht, möglichst einfach alle neuen Punkte, die wir heute noch nicht kennen. Und ich denke, wir haben heute in vielen anderen Vorträgen einiges gehört, was da so auf uns zukommt, das dann eben auch entsprechend umsetzen und den Kunden anbieten zu können. Ein zweiter Punkt ist die Sync-API. Ja, jetzt gehen auch die Lampen an. Die Sync-API nutzen wir vornehmlich, um die bereits vorhandenen Systeme, also ganz klassisch hier ein PIM, ein ERP, aber es wird auch noch ein CRM kommen und vieles mehr, anzudocken. Also die Integration möglichst einfach vorzunehmen und auch hier wieder darauf vorbereitet zu sein, über die API weitere Systeme, wie zum Beispiel das CRM, das noch kommen soll, dann eben auch mit zu integrieren.
So, immer mehr Lampen. Das nächste, was uns gut gefallen hat, was wir verwenden, auch den Gedanken von Sabine aufgreifen, es gibt den Paulmann Lichtshop, aber der Paulmann Lichtshop ist eben auch sozusagen gleichzeitig die Paulmann Licht Unternehmensseite. Es gibt entsprechend viel, viel Content, der bei Paulmann liegt, und der Content ist aber nicht unbedingt immer ganz zwingend an der Stelle, wo er auch mal hin soll, nämlich zum Beispiel dann, wenn ich mir ein Produkt angucke. Was wir jetzt machen, ist nämlich das Verbinden, also das Mergen der Produktdaten mit dem bereits vorhandenen Content, natürlich von den Inhalten, die noch in Zukunft hinzukommen. Das wird aus unserer Sicht mit dem neuen integrierten CMS einfacher werden, und dass es da eine Menge gibt, sieht man schon an der schieren Zahl von 2500 Erlebniswelten, die Paulmann heute schon hat. So, noch mehr Lampen. Das nächste, was uns gut gefallen hat und was auch aus unserer Sicht eine Art Paradigmenwechsel ist, ist nämlich Produkte lieben Content und die Customer und den Content. Das heißt, wir gucken jetzt nicht mehr, wie die Anforderungen von Paulmann möglichst auf ein Shopsystem passen, sondern das Shopsystem ist so offen, dass wir alle Anforderungen damit eben möglichst gut abbilden können. Das wird Shopware 6 uns ermöglichen, und wir halten das für einen großen Schritt in die richtige Richtung. So, jetzt sind irgendwann hoffentlich alle Lampen an. Oder waren zumindest mal. Und das, nein, noch nicht. Also ich hoffe zumindest, dass alles, was hier mal beleuchtet werden sollte, jetzt irgendwann mal geleuchtet hat. Das soll halt zeigen, wie wir sozusagen die Anforderungen von Paulmann auf Shopware 6 umsetzen. So, wie machen wir das? Die nächsten Bilder, die ihr seht, sind keine Stockfotos, sondern das sind Bilder, die vor 2 Wochen bei uns in einem Workshop entstanden sind. Vielleicht könnt ihr auch gleich den einen oder anderen Kollegen von Shopware erkennen, um tatsächlich in der Lage zu sein, am Anfang des nächsten Jahres bereits auf Shopware 6 zu launchen, sind wir früh beratend mit eingestiegen. Alle Parteien bringen hier aktiv ihre Expertise ein. Ganz wichtiger Punkt: Transparenz. Wir müssen schnell möglichst alle verstehen, worüber wir hier sprechen. Und das geht nur, wenn wir uns transparent darüber austauschen. Und genau das passiert eben auch. Und das sollte uns auch ermöglichen, den Launch dann erfolgreich hinzubekommen. So. Dann auch wieder das Bild, ne? All for One von For All. Im Fußballstadion würde man jetzt singen, You Never Walk Alone. Also wir mit dem Kunden, wir mit dem Kunden und allen, die daran beteiligt sind. Jetzt vielleicht ein kurzer, kleiner Blick hinter die Kulissen, was wir bis jetzt bereits gemacht haben. Es ist uns ja nicht gelungen, von heute Morgen 10 Keynote bis jetzt den Job umzusetzen. Da brauchen wir eben noch bis zum nächsten Jahr. Aber wir haben ja schon mal angefangen, Dinge zu konzipieren, und es sind auch schon Sachen geskribbelt und designt worden. Das Erste, was man jetzt hoffentlich gerade gesehen hat, war ein alter Screen. Jetzt sehen wir den Ansicht eines neuen Mobile Screens. Wir haben auch hier das Leitmotiv Licht wieder aufgegriffen. Es ist unser Hintergrund nicht mehr dunkel, der Hintergrund wird deutlich heller. Der Anteil der Weißflächen wird sich erhöhen und das Ganze dann deutlich großzügiger, ohne dabei aber auf die Information zu verzichten und dabei gleichzeitig natürlich aber auch noch die Usability zu verbessern. Wie Susanne gerade schon gesagt, Sabine gerade schon gesagt hat, ist auch immer der Gedanke, Beratung und Service ist sehr wichtig. Das wird auch gerade auf mobilen Devices immer wichtiger, einerseits das Licht zu bedienen, zu konfigurieren, aber auch Tipps und Tricks, Licht vielleicht auch irgendwann einfach mal ausmachen. So, die Produkte werden deutlich mehr Platz bekommen, das heißt sozusagen, das Produkt steht freier. Wir haben hier unter anderem den Preis und den Kaufbutton vereinigt, also auch hier wieder dieselbe Idee, es fehlt nicht an Informationen, es wird aber alles einfacher, klarer und dadurch aus unserer Sicht auch hoffentlich besser bedienbar oder noch besser. So, ein letzter Screen. Dann vielleicht, wer macht das eigentlich? Also, wer sind wir? Ganz kurz zu uns. Wir sind die Neophonie. Wir sind seit 5 Jahren Shopware Enterprise Partner, 1998 gegründet, jetzt also 20 Jahre am Markt, haben 180 Mitarbeiter aus insgesamt 19 unterschiedlichen Nationen und haben damit mit den letzten 20 Jahren über 550 Projekte realisieren dürfen. Seit 2019, nun aber auch, ein neuer Teil in unserem Bauch, nämlich die NXD, die uns unterstützt, gerade in den Bereichen Design und Kreation. Und ich hoffe, das läuft jetzt hier los. Ja. Also, das, was ihr gerade gesehen habt,
das, was ihr gerade gesehen habt, die Screens, das UI, das UX, wird von der NXD gemacht. Wir haben eigene Use Labs. Wir können aber auch so Dinge wie Motion und Prototyping. Jetzt läuft es auch, weil Motion sollte sich was bewegen, das tut's. Das ist sozusagen unser neuestes Angebot in unserem Dienstleistungsportfolio. Und das sind auch die, die sozusagen das gemacht haben, was ich gerade schon mal kurz zeigen durfte, für Paulmann. Einige Dinge, vielleicht ganz kurz im Schnelldurchlauf, die wir bereits machen durften. Jägermeister. Wir haben den nach einem Rebranding von Jägermeister den B2B und B2C-Shop gelauncht. Was ihr hier seht, ist der Konfigurator, also die Möglichkeit, das Etikett und die Flasche zu customizen. Das ist auch das meistgenutzte Feature im Shop. Haben wir selber für das Versenden und das Konfigurieren unserer eigenen Weihnachtsgeschenke genutzt. Wir haben die Online-Apotheke Europon realisiert und betreiben das. Über 100.000 Produkte in dem Shop und ein hohes Bestellaufkommen. Ein hohes Bestellaufkommen heißt in dem Fall mehrere hundert Transaktionen pro Minute. Auch das geht mit Shopware. Wenn man es richtig aufsetzt, haben wir auch mit Docker Swarm gelöst. Wir machen nicht nur Shops, vielleicht nur ganz kurz ein, zwei andere Dinge, die wir auch realisiert haben für unseren Kunden. Rademacher, eine Smart Home App. Für die Hokobook, eine Reisebegleitungs-App, wo ich eine Checkliste habe, Informationen zu meinen Reisen bekomme, wo ich mich aber auch orten lassen kann, wenn ich umkippe und dann auch jemand kommt. Nochmal vielleicht für die Fußballfans. Für den Weserkurier haben wir Mein Werder realisiert. Hier gibt es Hintergrundstories, Geschichten aus der Kabine. Wir haben eine Middleware dafür gebaut, Ticker-Analysen und vieles mehr über den Verein. So. Und dann komme ich auch schon zur Zusammenfassung. Was ist sozusagen die Klammer, die alles zusammenhält, wenn man so viele unterschiedliche Herausforderungen hat, die wir jetzt schon kennen und die vielen Herausforderungen, die noch auf uns zukommen, die wir noch nicht kennen, dann kann man das nur lösen, indem man zusammen ein Team bildet und an einem Strang zieht. Und das tun wir gerade ganz erfolgreich. Und das nächste, was ich euch gerne zeigen würde, ist das, was dabei rausgekommen ist auf dem Shopware Community Day 2020. Vielen Dank. Geht noch weiter. Ja, ach so, jetzt sind wir schon am Ende. Okay. Ja, vielleicht noch ein kleines Wort zum Abschluss. Ich habe noch eine wichtige Sache vorhin vergessen in der ganzen Ausrichtung, das ist das Thema Mobile First. Das liegt mir sehr am Herzen, weil wir natürlich mit der 5.1 auch schon einen responsiven Shop haben von Anfang an, aber er ist eben nicht mobil optimiert und wir wollen jetzt versuchen, auch in der Entwicklung, deswegen waren da auch nur Charts, wo man das Handy gesehen hat, wollen in der Entwicklung tatsächlich Mobile First entwickeln, also wirklich vom Smartphone her denken und wir wollen auch unsere Arbeitsweise umstellen, weil wir sitzen natürlich auch den ganzen Tag vor einem Rechner mit zwei großen Bildschirmen und machen immer am Anfang die Desktop-Version, dann gucken wir das Tablet an und dann das Smartphone und das würde wir natürlich jetzt gerne im Zuge der Umstellung auch ändern, sodass wir dann eben auch deutlich besser mobile konvertieren, denn wie bei euch allen wahrscheinlich, wenn ihr einen Shop habt, sehen wir natürlich auch, dass die mobilen Zugriffe stetig steigen und die Conversion Rate leider nicht und insofern würden wir da gerne auch einen großen Schritt nach vorne machen. Ja, wir freuen uns immer über Austausch mit anderen Kunden, mit anderen, die Projekte haben, also von daher, wenn ihr möchtet, schreibt mich gerne an oder fragt nach. Ich wollte jetzt hier eigentlich noch einen Gutscheincode einblenden. Kommst du da noch hin? Weil ich gedacht habe, wenn ihr das so macht, wie ich das auch immer mache, ich gucke mir dann hinterher immer natürlich gerne mal die Shops an und wenn ihr dann irgendwas seht auf unserer Seite, wir haben ja so viele schöne Leuchten und möchtet was kaufen, dafür braucht ihr mich nicht anschreiben, sondern dann könnt ihr gerne diesen Gutscheincode benutzen, der ist bis 31. Mai gültig. Und ich stehe auch gerne mit Tim gemeinsam hier für Fragen noch zur Verfügung. Also für drei Fragen oder so hätten wir auf jeden Fall Zeit. Und ich würde gerne den Fragestellern auch jeweils eine von diesen Leuchten mitgeben, denn die möchten wir natürlich nicht wieder mit nach Hause nehmen. Also wenn es jetzt irgendwas gibt, was euch auf den Nägeln brennt, wir stehen zur Verfügung. Lampen gibt es aber nur für schlaue Fragen. Warte, das Mikro kommt. Soll ich nehmen? Ja. Also wir verkaufen auch Leuchten. Was heißt du, von welchem Shop seid ihr? Leuchtenladen.com. Ah, okay. Habt ihr Paulmann auch? Bitte? Habt ihr Paulmann auch? Als Marke? Noch nicht. Okay. Hier, Daniel, ne, den kannst du nachher ansprechen.
Wie steht ihr zu Split-Testing? Zu Split-Testing? Ja. In welcher Beziehung? Was Produktansichten angeht und auch was die Einkaufswelten angeht. Macht ihr es? Habt ihr irgendeine Lösung dafür? Ich habe die Frage nicht hundertprozentig verstanden. Also wir haben uns überlegt, dass wir zum Beispiel verschiedene Ansichten testen möchten. Okay. Ja, also wir machen schon AB-Tests, wenn du das jetzt meinst. Machen wir aber auch nicht besonders ausgeprägt. Also wir haben einige Versuche gemacht, zum Beispiel verschiedene Landingpages gegeneinander getestet. Meistens waren die Ergebnisse aber jetzt nicht so mega eindeutig, dass es uns wirklich weitergebracht hätte. Wenn wir jetzt in die Shop-Entwicklung gehen, müssen wir mal gucken, wie extensiv wir das einsetzen. Meistens kosten diese Dinge ja nochmal extra Zeit, aber ich würde es immer dann priorisieren, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir uns tatsächlich auch im Team sehr uneinig sind. Und wenn wir dann eine gute Möglichkeit haben, das unproblematisch umzusetzen, wäre ich immer dafür, das auch zu machen. Ja, weil unproblematisch mit Shopware ist immer... Ja, genau. Ich stehe neben dir. Yeah. Ja. Ja, gibt's noch Fragen? Ich sehe nichts. Ja, dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Ah, ich komme. Da, doch, da ist noch eine. Entschuldigung. Eine ist da noch. Bitte. Hallo. Hallo. Kurze Frage zur Business-Perspektive. Da habt ihr jetzt relativ wenig drüber gesagt. Wie relevant ist für den Hersteller Paulmann das Thema digital, der eigene Online-Shop? Ja. Kannst du da was zu sagen? Ja, kann ich was zu sagen? Also das ist ein sehr spannendes Thema, weil wir sind erst seit 2014 quasi im E-Commerce aktiv, richtig aktiv. Da hat Paulmann als Hersteller die Entscheidung getroffen, tatsächlich diesen Kanal als zusätzlichen Vertriebskanal aufzubauen. Und wir alle hier vom B2C-Team sind auch im Vertrieb angesiedelt, also nicht im Marketing. Unser Ziel ist es natürlich auch zu verkaufen. Aber als Hersteller haben wir natürlich alle Kanäle im Blick. Das heißt, der Online-Shop ist natürlich nur ein Part von vielen und unser Hauptstandbein ist der stationäre Handel. Und das wird es auch noch lange Zeit so sein. Und da ist eben auch, da sind unsere Wurzeln. Insofern sind wir eine Komponente von vielen und der Shop kann deshalb eben nicht wie ein normaler Webshop funktionieren, dass wir eben nur wirklich die Produkte in den Vordergrund stellen, sondern eben auch unser Unternehmen und alle Kanäle, die wir haben. Und unsere Händler profitieren von dem, was wir da aufgebaut haben. Das ist immer ein gewisses Spannungsfeld auch, aber wir merken, dass dadurch, dass wir Know-how aufgebaut haben, frühzeitig Know-how aufgebaut haben, wir heute auch ein prima Partner sind für alle unsere Handelskunden, denn die haben ja auch alle einen Online-Shop. Ein Obi hat einen Online-Shop, ein Möbelhändler hat einen Online-Shop und die wollen von uns dann natürlich auch Produkte haben mit vernünftigen Fotos, mit richtig guten Online-Texten, Content, eben Videos, alles solche Geschichten. Und wir können das liefern, weil wir wissen, wie das Online-Geschäft funktioniert. Online wächst bei uns. Man kann das daran sehen, dass wir am Anfang, als wir 2014 begonnen haben, zu zweit waren. Jetzt ist unser Team im B2C-Bereich 6 Leute, im B2B-Bereich 3 Leute. Das heißt, der eigene Online-Kanal wird natürlich stärker. Aber wir wachsen auch insgesamt als Unternehmen und wir denken, dass es daran liegt, dass die Kanäle eben gut miteinander verzahnt sind. Wir haben noch eine Frage, korrekt? Okay. Wir haben auch nur noch eine Lampe. Ich wollte gerne fragen, Sie haben es angesprochen, B2B, wie ist der ungefähre Anteil B2B und B2C Direktvertrieb und ist das Thema B2B Direktbestellung, also Händlershop auch ein Thema für Sie oder eher nicht so relevant? B2B, also B2B, unter B2B verstehen wir unsere Online-Händler, die wir angeschlossen haben. Das ist ein eigener Bereich und die gehen ganz normal bei uns über die Backend-Systeme, also nicht direkt über den Shop. Und der stationäre Handel, der geht direkt über die ganzen stationären Edifact und was da so dranhängt, die machen da ganz normal darüber ihre Bestellung. Insofern haben wir das nicht in Shopware angebunden bislang. Kann aber sein, dass wir dann, je nachdem, was Shopware 6 dann bietet, uns das mit dem neuen System nochmal anders überlegen. Und vom Anteil her ist B2B stärker noch als B2C. Vielen Dank. Danke. Ja, jetzt geht das Licht aus. Ja, ansonsten, wie gesagt, mich auch gern anschreiben, wenn Kontakt gewünscht ist. Oder Tim. Gerne.
Und wir bedanken uns und wir haben jetzt richtig Lust auf ein schönes kaltes Bier. Und ich denke, alle anderen wahrscheinlich auch. Dann sind auch wieder alle. Ja. Dankeschön.